Toch gewoon. Wow, ging goed tegen. Oh, de... Nummer 5. Konrad Zehn ist der Nero. Und der Charlie Chaplin. Charlie Chaplin wäre da. Mit dem 5. Das Nummer 4 hinten da ist Grisha. Rebecca Wolfer. Heidi und der Geissenpeter. Der Nummer 6. Ist Post natürlich. Sehen Sie da? Post ist da. Könnt also noch einen Brief aufgeben, wenn ihr noch etwas zu verschicken habt heute. Wunderbar, schön. Das achte hinten dran ist der Hannibal mit dem Fritz Wiesendanger. Die Schöne und das Biest. Nummer 8, ganz schön. Das 9. Das 10, nein, es kommt das 10 dann. Das Blumenmeidli mit dem Patrick Grob und dem Pinocchio. Das Nummer 2. Amor. Das 12 ist am Ohr. Könnt ihr euch ein bisschen verteilen? Seht ihr da wie das Nummer 12? Das Nummer 14 ist der Kellner und der Gast. Der Freddy von Esch mit dem Peppino. Das Nummer 15 ist Kräuterwendel. Das Kräuterweh. Das Nummer 15. Kohle Papetti. 16 sind Mexikaner. Das 18, wenn ihr das 18 seht. Der Ritter und das Burgfräulein. Wo ist das 18? Ah, da hinten, das Burgfräulein. Achtung, hebt euch. Charlie Chaplin fühlt da für ab. Ja, da kommt das 21. Daniela Brühlmann mit dem Badeplausch. Wunderbar. Es ist super Wetter jetzt natürlich da. Das richtige Wetter, Badeplausch. Das Nummer 21. Nummer 6, Post ist da, Düda da. Sind ihr auch für Express zuständig oder nur die Lahme? Ah, nur B-Post, ja. Also wenn ihr eine A-Post und einen Express habt, wollt ihr auf Post führen. Wir sind nur für B-Post zuständig heute. Das Burgfräulein da, das Nummer 8. Nein, die Schöne und das Biest. Wo ist das Burgfräulein? Schreiben wir dort hin, ja. Achtung jetzt, da für die Frischverliebten kommt Amor. Sie hilft noch am Zähne, am Blumenmeidli. Amor und das Blumenmeidli jetzt da wieder bei der Jury vorbei. Schön, wunderbar gemacht. Und der Kellner mit dem Gast da. Ja. Man sieht, der verliert nicht einmal viel da, der Kellner. Hat immer noch gleich viel drin. Ist gut. So. Ach du jetzt dort, den Fotograf anknabbern. Ja. Kräuterweibli, Nummer 15. Sehr schön. Dann Mexikaner da hinten dran. Sehr gut. Ah, das sind zwei, hä? Ja, das ist eine ganze Siebschaft. Ja, hier sind die Mexikaner-Bandi. Familie Feuerstein, die ersten zwei wieder da. Sehr gut. Familie Feuerstein oder Pfahlbauer von Pfiel? Ah, nein. Feuerstein sieht besser aus als Pfahlbauer. Charlie Chaplin? Oh. Nur langsam hin, jetzt kommen wir da einen Kuchen rein.